Liebe Freunde der Elektromobilität, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, Georg. Heute geht's um Photovoltaiküberschussladen und ich sag gleich dazu, es ist ein Werbevideo in eigener Sache. Also wen das stört, bitte nicht böse kommentieren, sondern einfach wegschalten und das nächste Mal wieder zuschauen. Wen's interessiert, dranbleiben. Nach dem Intro geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für die vielen Abos. Wer es noch nicht hat, bitte Kanal abonnieren, das hilft mir unglaublich. Ich werde dann mehr Leuten eingeblendet und das hilft meinem Kanalwachstum. Ich bekomme sehr viele Likes, vielen, vielen Dank. Und natürlich hier unten meine Werbung in eigener Sache. Brauche ich nicht viel dazu sagen, also einkaufen bei mir im Shop www.enercap.at und Fragen zu meinen Produkten, speziell zu dieser Wallbox, könnt ihr schicken über das Kontaktformular im Shop, über E-Mail, office@enercap.at, ihr könnt anrufen, was auch immer, also keine Scheu, bitte Kontakt aufnehmen. Und wer ein Angebot braucht, wir installieren auch so von Linz bis Graz, Wien, östliches Österreich, Waldviertel, Weinviertel, also gerne anfragen. Wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht, aber sonst, ja, wenn es möglich ist, dann installieren wir auch gerne für euch. Wir verlangen sehr faire Preise. Also, diese SAPI-Ladestation, so heißt sie, wird von der Firma MyEnergy hergestellt. Ich zeige sie euch mal. So sieht sie aus. Da gibt es eine so eine Blende. Die ist in diesem Fall weiß. Hier steht es nochmal SAPI. Gibt es in der Kombination weiß, also weißer Stecker, weiße Blende oder auch schwarzer Stecker, schwarze Blende. Wer eben das eine oder das andere lieber hat, kann man sich ein bisschen aussuchen. Das Weiße, finde ich, sieht ganz gut aus. Okay, 22 kW kann diese Station, das heißt 32 Ampere bei drei Phasen, beginnt aber auch schon bei 6 Ampere eine Phase, also von 1,4 kW bis 22 kW kann sie alles, also egal welchen Stromanschluss ihr habt, eine Phase, drei Phasen, egal wie abgesichert ist, es funktioniert immer. Wie funktioniert das mit dem Photovoltaiküberschussladen? Ihr wollt ja möglichst viel von dem eigenen Strom eurer PV-Anlage ins Auto bringen. Dazu muss die Ladestation wissen, wie viel Strom würde jetzt gerade ins Netz fließen. Da bekommt ihr drei solche Messwandler dazu. Die installiert ihr zum Beispiel beim FI-Schutzschalter davor, danach, irgendwo vor dem ersten Verbraucher. Die kann man aufklippen. Dann gibt man die über den Stromleiter drüber, klippt die zu und schon kann man messen. Elektrischer Anschluss von diesem Messwandler zum SAPI ist einfach ein Kabel. Wem das Kabel zu kurz ist, kann man verlängern mit einem Netzwerkkabel ganz problemlos. Das hat vier Adernpaare, so vier Adernpaare, 4x2 Adern hat ein Netzwerkkabel, egal welches. Dann nimmt man drei Paare und verlängert diesen Messwandler. Wenn ihr nur ein einphasiges Netz habt, was wirklich selten ist bei uns hier, dann geht es auch mit einem Wandler. Was ich vergessen habe ein wenig, das kommt noch hinten dran an die SAPI. Dient ein bisschen dem Kabelmanagement, man kann das Kabel hier schön aufwickeln und am Schluss sogar da vorne den Stecker parken, also alles sauber, ordentlich aufgeräumt, auch das sehr schön gelöst. Wenn ihr diesen Messwandler nicht direkt anschließen könnt, weil ihr da kein Kabel verlegen könnt, zu schwierig ist, dann gibt es hier noch diesen Havi, ein kleines Kästchen, da kommen dann die drei Messwandler da dran, braucht keinen extra Stromanschluss, der nimmt sich den Strom von den Messwandlern. Also funktioniert auch das problemlos, funkt dann seine Information zum SAPI, das geht nicht über WLAN oder so, also das ist ein proprietäres Funksystem, hat natürlich seine Grenzen, je nach baulichen Gegebenheiten, also Wände und Decken und so weiter, schirmen natürlich ab, muss man im Einzelfall eventuell ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht, kann ich leider auch nicht immer genau sagen, ob das klappen wird oder nicht, manchmal ist einfach der Test notwendig. Also das Bessere ist natürlich, die Kabelverbindung ist einfach zuverlässiger. Dann weiters gibt es noch in dem System diesen Hub. Dieser Hub bringt euren SAPI online. Damit könnt ihr Updates draufladen. Es gibt jetzt auch schon, soweit ich weiß, eine deutsche Firmware für den SAPI. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon ganz fertig ist. Sie ist auf jeden Fall in Arbeit. Sonst ist nämlich alles in Englisch. Also auch das ist ganz nett, wenn man das in Deutsch hat statt in Englisch. Es tut sich nicht jeder mit Englisch so leicht. Ja, wie gesagt, Updates. Und man kann sich auch ansehen, wie gerade der Zustand ist, welche Ströme da fließen, Leistungen, was auch immer. Also es ist mehr Spielerei, aber okay,
Für viele ist das eine wichtige Funktion. Die Sappi selbst hat ja auch Stromzähler. Man kann Timer gesteuert laden. Alles Mögliche. Ist eine intelligente Ladestation mit DC-Fehlerstromschutz. Ihr braucht keinen FI-Typ B. Einfach anschließen, FI-Typ A vorgeschaltet und ein Leitungsschutzschalter und alles ist gut. Man kann sogar zwei Sappis gemeinsam mit Lastmanagement betreiben. Man kann einen Mindeststrom einstellen. Die Zoe-Fahrer unter euch werden wissen, es funktioniert nicht, eine Zoe mit 6 Ampere Vorgabe zu laden. Geht auch nicht. Also man kann auch noch den Maximalstrom einstellen, den das Netz euch zur Verfügung stellt, damit da keine Vorzählersicherung ausgelöst wird. Dann überwacht die SAPI den Gesamtstrom und im Fall des Falles wird eben die Ladung abgeschaltet oder runtergeregelt, weil zum Beispiel der E-Herd und noch andere große Verbraucher im Betrieb sind. Also auch das, dafür gibt es eine Absicherung, ist vorgesehen. Ist wirklich rundum ein super System. Man braucht auch keine Kommunikation zu einem Wechselrichter, ein Batteriesystem, was auch immer. Funktioniert immer. Dann gibt es noch zusätzlich den Eddy, den habe ich jetzt nicht hier. Den könnt ihr auch noch in das System integrieren. Dann könnt ihr euren Boiler auch noch stufenlos laden. Und ihr könnt auch noch andere Verbraucher zu- und wegschalten. Also es ist ein bisschen ein gesamtes PV-Überschuss-Ökosystem. Aber im Mittelpunkt steht die SAPI-Ladestation. Was ist noch ganz besonders? Sie kann umschalten, einphasig, dreiphasig laden. Denn dreiphasig heißt 6 Ampere ist der Mindeststrom, das wären schon über 4 kW. Viele PV-Anlagen bieten das gar nicht mal so wirklich häufig, denn sie haben oft nur 5, 6, 7 kW Peakleistung. Bis da mal 4 kW zustande kommen, muss schon wirklich optimal sein, der Sonnenstand und die Bewölkung. Also die Station kann umschalten auf einphasiges Laden, beendet die Ladung, schaltet um, beginnt die Ladung neu. So könnt ihr euch wirklich viel PV-Überschuss mitnehmen in jedem Fall. Auch ein großer Vorteil, kann sonst eigentlich kein Produkt, das ich so kenne. Funktioniert wie gesagt standalone, ohne irgendwelche Zusätze. Das ist eben ein großer, großer Vorteil. Ist auch eigentlich relativ einfach zu installieren. Wenn es ein Problem gibt, wir können weiterhelfen. Ich bin wirklich ein Fachhändler, ich kenne mich aus mit den Dingen. Also gerne fragen, wenn es Probleme gibt. Keine Angst, ihr bekommt die zum Laufen. Gemeinsam schaffen wir das. Was kann ich noch sagen? Ein sehr robustes Gehäuse hat sie wirklich, also vergleichsweise mit anderen Produkten, wirklich, wirklich schön robust. Wird in Großbritannien gefertigt. Die Briten werden ja sowieso die EU nie verlassen, also macht euch keine Sorgen. Scherz am Rande, nein, ist eh vollkommen egal, was das betrifft. Kommt von einer deutschen, von der deutschen Tochter oder das ist ein Ableger von MyEnergy, eine neue Firma. Wie gesagt, gibt es jetzt auch eine Niederlassung in Deutschland. Und es gibt 3 Jahre Herstellergarantie, also macht euch keine Sorgen, das ist eine gute, nachhaltige Lösung. Da bin ich überzeugt davon, wie gesagt, gefertigt sogar in Europa, kommt gar nicht aus China. Eine Seltenheit mittlerweile. Also, ihr könnt das bei jedem Stromanschluss einsetzen, für jedes Auto. Theoretisch können wir auch Typ 1 draufbauen, wenn es unbedingt notwendig ist. Standard ist Typ 2. Also funktioniert echt mit jedem Wechselrichter, in jedem PV-System. Funktioniert als normale Ladestation und ihr habt 3 Modi. Ihr habt so einen Eco-Plus-Modus, da könnt ihr nur PV-Überschuss laden. Dann einen Eco-Modus, da nehmt ihr möglichst viel PV-Überschuss mit. Es lädt aber immer, zumindest mit der Mindestleistung. Oder ihr habt so einen Modus, da könnt ihr einfach laden, unabhängig von der PV-Anlage. Ganz gut für die Nacht und wenn man mal wirklich schnell Ladung braucht. Also auch an das hat man gedacht. Kann man da vorne über die 4 Tasten bedienen. Es gibt hier eine Möglichkeit, die Bedienung zu sperren, sodass nicht jemand anderer einfach Strom beziehen kann, wenn ihr mal abwesend seid. Auch an das hat der Hersteller gedacht. Also es gibt wirklich eine ganze Reihe an Funktionen. Monitoring, alle Werte kann man sich da in den tieferen Menüs ansehen. Also wirklich rundum ein gelungenes Paket. Software ist mittlerweile auch fertig, falls ihr was Schlechtes gehört habt über MyEnergy. Wir hatten einphasige im Programm. Da hat es relativ lang gedauert, bis die Software wirklich mit Dreiphasennetzen gut funktioniert hat. Mittlerweile auch kein Thema mehr. Haut hin. Mittlerweile ist die Software ausgereift und funktioniert. Die Hardware, von der war ich sowieso immer überzeugt. Also ich bin der Meinung, man kann das wirklich kaufen. Sonst würde ich hier auch nicht so ein Werbevideo machen. Das mache ich echt nur, wenn ich das Gefühl habe, das Produkt ist wirklich empfehlenswert. Den GoE-Charger, falls ihr den habt, da kommt auch ein Zusatz zum PV-Überschussladen, also nicht verkaufen und das jetzt kaufen. Denkt an die Umwelt, kauft euch nur das, was ihr wirklich braucht. Wie gesagt, hier kommt ein Zusatzgerät, der Smart Home Controller ist noch nicht ganz klar, wann er kommen wird. Bald wird es soweit sein, denke ich. Wird auch kein Vermögen kosten, also wird auch eine Möglichkeit geben, mit dem GoE-Charger Überschuss zu laden, wer das noch nicht weiß. Wenn es dann fertig ist, wenn es das gibt, dann werde ich das hier auch präsentieren. Okay, das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, gerne jederzeit.
Ihr könnt mich auf verschiedensten Wegen erreichen. Und sonst bitte steckt eure Mitmenschen an, tragt die E-Mobilität und die Energiewende weiter nach außen, macht Probefahrten mit Nachbarn und Freunden, erzählt ihnen von den Vorteilen der Elektromobilität. Wir müssen das wirklich mehr in die Breite bringen. Wir brauchen Energieeinsparungen, auch auf vielen anderen Ebenen, aber Mobilität ist ein großer Faktor. Deswegen bitte macht mit bei der Energiewende. Es macht ja auch Spaß, elektrisch unterwegs zu sein. Gut, in diesem Sinne, ich freue mich schon aufs nächste Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, fährt weiter elektrisch und ciao.